Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim digitalen Start online. Digitalisierung ist für moderne Organisationen essentiell, um die Herausforderungen der wachsenden Datenflut zu meistern. Mit unseren Partnern von der Intrafine Software AG stellen wir daher die Frage, wie man als Behörde im täglichen Arbeitsablauf von KI-Verfahren profitieren kann. Vom schnellen Finden relevanter Informationen bis hin zur Optimierung von Bürgerservices. Die Einsatzmöglichkeiten intelligenter Software sind vielfältig. Auf dem Plan steht für heute eine prägnante Übersicht über verschiedene KI-Verfahren und die Einordnung aktueller Trends in der KI. Außerdem fragen wir, was kann künstliche Intelligenz wirklich leisten, und befassen uns mit KI-basierter, organisationsweiter Suche und Recherche, mit dem besseren Dialog mit dem Bürger via Chatbot und Co. und der Optimierung von Bürgerservices. Sollten Sie Fragen zu den Inhalten der Sitzung haben, zögern Sie nicht und schreiben Sie unsere Experten im Chat direkt an. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Damit gebe ich ab an den Moderator der heutigen Sitzung und Leiter der Berliner Redaktion des Behördenspiegel, Jörn Fieseler. Ja, vielen Dank, liebe Ann-Kathrin. Und auch ich begrüße Sie ganz recht herzlich hier zu unserer heutigen Diskussionsrunde. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich freue mich, Ihnen meine heutigen Referenten vorstellen zu können. Da sind Sie auch schon im Bild. Wunderbar. Ich begrüße zuerst Herrn Matthias Schöppe. Er ist von mir sozusagen diagonal schräg unten eingeblendet. Er ist Projektleiter beim IT-Dienstleister NowIT GmbH der Deutschen Rentenversicherung. NowIT steht dann auch entsprechend für den Bereich Nordost-West-Informationstechnik. Und wie ich Ihrer Vita entnommen habe, sind Sie schon seit 27 Jahren bei der DRV und arbeiten aktuell im Kompetenzzentrum Allgemeine Anwendungen. Dabei geht es, wie der Name es schon vermuten lässt, um Anwendungen, die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter nutzt. Und als gelernter Diplom-Ingenieur für Automatisierungstechnik haben Sie bei zahlreichen Portal-, E-Learning- und Suchprojekten schon federführend mitgewirkt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich darf als Nächsten vorstellen, in der Ansicht direkt neben mir, Herrn Franz Kögel. Er hat nach einem Studium der Elektrotechnik und einem Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur mehrere Jahre für mittelständische IT-Unternehmen gearbeitet und sich dann im Jahr 2000 selbstständig gemacht, mit Herrn Bernhard Messner in München und die Intrafine Software AG gegründet und ja, das Unternehmen dann über die 21 Jahre jetzt zu einem etablierten internationalen Softwarehersteller für Enterprise Search und AI-basierte Anwendungen weiterentwickelt. Und als Search-Experte halten Sie auch regelmäßig Vorträge, verfassen Fachartikel zu Themen wie KI, Machine Learning und Cognitive Search. Ich freue mich, dass Sie da sind. Last but not least darf ich vorstellen Herrn Breno Faria. Er beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema Suche und Verarbeitung natürlicher Sprachen. Sie sind seit 2012 im Unternehmen Intrafind und leiten dort den Bereich KI und Natural Language Processing. Auch an Sie herzlich willkommen hier in die Runde. Dankeschön. Ja, bevor ich den Staffelstab übergebe, greife ich den Hinweis meiner Kollegin auch nochmal auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen ja nicht nur hier untereinander uns unterhalten, sondern auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Deshalb zögern Sie also nicht, Fragen und Anmerkungen in den Chat zu schreiben. Ich greife diese dann gerne auf und binde Sie in den 90 Minuten, die jetzt folgen werden, dann auch entsprechend mit ein. Ja, das soll es genug der Vorrede sein von mir und damit übergebe ich den Staffelstab an Herrn Kögel. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Fieseler. So, die Übertragung dauert etwas. Kleinen Moment bitte.
Okay, von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir möchten Sie in den folgenden knapp 90 Minuten durch das breite Spektrum an intelligenter Suche, KI, Textanalyse und den sehr vielfältigen Digitalisierungsmöglichkeiten und Effizienzsteigerungsmöglichkeiten begleiten, die sich durch den Einsatz dieser Produkte und Technologien ermöglichen. Mein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Kunden, dem Herrn Schöppe, der als Projektleiter bei der NOWIT schon damals die KI-basierte Suche von uns ausgewählt hat und auch sehr aktiver Mitweiterentwickler der Lösung ist, immer mit sehr, sehr viel innovativen Ideen uns hilft, unsere Produkte auch nah am Kunden weiterzuentwickeln. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Intrafind vorstellen, dass Sie wissen, wer heute die Präsentation für Sie hält. Dann steigen wir ein in das Thema KI-basierte Suche und Informationsanalyse. Der Herr Schöppe berichtet im Detail vom Einsatz der Lösung des Digitalisierungsprojekts bei der NOWIT als dem IT-Dienstleister der gesetzlichen Rentenversicherung für insgesamt 6 Mandanten. Dann kommt ein hoffentlich für Sie sehr interessanter Part mit vielen Anwendungsbeispielen, wie ein Produkt und eine Lösung in ganz, ganz unterschiedlichen Szenarien unterstützend und effizienzsteigernd, damit kostensparend eingesetzt werden kann. Und abschließend werden wir mit einer entsprechenden Frage- und Antwortenrunde. Ganz kurz zur Firma, die Intrafind. Wir sitzen in München, Bonn und Berlin mit über 60 Mitarbeitern. Es ist Software made in Germany. Wir sind ein etablierter Hersteller für intelligente Suche und Textanalyse. Wie der Herr Fieseler schon erwähnt hat, uns gibt es jetzt seit fast 21 Jahren. Am 20. Oktober haben wir unser 21-jähriges Jubiläum. Da wir schon seit 2005 für Sicherheitsbehörden arbeiten, sind wir auch seit diesem Jahr in der Geheimschutzbetreuung, verfügen über sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter und wissen also schon lange vor der DSGVO, wie man mit sensitiven Kundendaten umgeht und haben auch entsprechend unsere ganzen Prozesse und Arbeitsabläufe dahingehend optimiert. Wir haben über 1000 Installationen unserer Lösungen im Markt. Wir haben mehr als 35 Partner. Wir messen, das ist unser kleines Unternehmens-KPI, die Anzahl der täglichen Benutzer in Unternehmen und Organisationen und sind jetzt quasi bei 1,8 Millionen, also schon eine entsprechende Zahl. Hier ein paar ausgewählte Auftraggeber aus dem öffentlichen Bereich. Ich will niemanden besonders hervorheben. Die Kunden, die Industriekunden, erspare ich Ihnen an der Stelle, zeigen einfach auch die ganze Bandbreite von zum Beispiel beim Bayerischen Innenministerium eine Suche auf circa 10 Millionen Dokumenten, die auf einem NetApp Storage liegen. Wir analysieren die Daten, machen sie suchbar, findbar und helfen quasi, die Daten auch zu verwalten und zu managen. Also ein dualer Anwendungsfall. Daten aufräumen, sichten, aber auch für jeden Mitarbeiter eben Rechte geprüft, intelligent findbar machen. Dann bei zum Beispiel dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben wir eine KI-basierte Enterprise Search am Laufen. Bei der BG Bau machen wir ein öffentlich zugängliches Portal zum Thema Arbeitssicherheit. Wir stellen dort qualitätsgesicherte Inhalte der BG Bau Berufsgenossenschaft zusammen mit über 600 Webquellen intelligent einem Benutzer mit semantischer Modellierung, also der, wo er semantisch in seinem Rechercheprozess geführt wird und unterstützt wird, zur Verfügung mit qualitätsgesicherten Inhalten zum Thema Arbeitsschutz und Unfallverhütung. Die BitBW als zentrale Gesellschaft in Baden-Württemberg
hostet quasi den iFinder für unterschiedlichste Bereiche im Bundesland. Die LUBW, das ist die Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg, hostet für viele weitere deutsche Bundesländer die sogenannte Umweltsuche, also ein eigenes, auch wieder öffentlich zugängliches Suchportal. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle haben wir zwei Einsatzszenarien. Einmal die Abgleichssuche, also wir unterstützen die Bearbeiter dort bei der Freigabe von Ausfuhrkontrollanträgen. Wir analysieren dort aber zum Beispiel auch in einem Portal hochgeladene Anträge auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, auf Plausibilität und digitalisieren hier einen manuellen Prüfprozess. Doch dazu später mehr bei den Anwendungsbereichen. Sie sehen sehr, sehr breit und bunt gemischt, auch bei verschiedensten Polizeibehörden in Bayern, in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und in Berlin. In Berlin unsere größte Installation mit über 180 Millionen Dokumenten aus unterschiedlichen Datentöpfen, die dort gerade in die verschiedenen Bereiche ausgerollt wird. Bei der Bundeswehr, ich darf darüber sprechen, auch ein System, das auf dem gleichen Produkt basiert, im Einsatzführungskommando im Einsatz ist in Potsdam und die eingehenden Lageberichte der Soldaten in den Auslandseinsätzen automatisch auswertet. Es werden dort die Texte analysiert, es werden Vorfallsarten, involvierte Personen, Geokoordinaten erkannt und an ein führendes Lagebeurteilungssystem weitergegeben. Das alles mit dem gleichen Produkt. Alle Anwendungsfälle, die ich gerade dargestellt habe, mit dem gleichen Produkt. Einmal Sucheingabefeld, Trefferliste mit diversen Recherchemöglichkeiten, um dem Benutzer ein sehr, sehr rundes Usability und Usability-Suchmöglichkeit zu geben. Auf der anderen Seite aber auch eine komplette Backend-Komponente, wo einfach unstrukturierte Dokumente wie eben diese Berichte von den Auslandseinsätzen eingehen und automatisch analysiert werden und an ein führendes anderes System weitergegeben werden. Also ein schönes Beispiel für die Integration dieser mächtigen Komponente einfach im Backend ohne Benutzerfrontend, ohne Benutzerinteraktion, automatische Datenaufbereitung. Wir sind der einzige deutsche Hersteller, der bei den renommierten, weltweit bekannten Marktanalysten von Gartner und Forrester gelistet ist. Bei Gartner nennt sich das diese Bewertung der Magic Quadrant for Insight Engines. Wir sind hier sehr gut als Challenger positioniert und wie gesagt, der einzige Anbieter aus Deutschland in dieser Top 15 Anbieterübersicht der Experten, der weltweiten Experten auf diesem Gebiet. Auch bei Forrester in der sogenannten Cognitive Search Wave sind wir als Strong Performer gelistet. Gartner erwähnt uns auch in ihren Hype Cycle Reports zu Natural Language Technologies, zu künstlicher Intelligenz und auch zum digitalen Arbeitsplatz. Sie sehen also, wir wissen, von was wir reden. Wir sind von Analysten bewertet, sehr, sehr gut bewertet. Schauen Sie gern einfach bei Gartner auf den Peer Insights die Bewertungen unserer Kunden und lassen Sie sich von den Kundenstimmen dort auch überzeugen. Suche und Textanalyse, das wollen wir Ihnen jetzt einfach mal vorstellen. Warum braucht man denn die Technologie? Hier ein schönes Beispiel, das natürlich sehr plakativ darstellt, um was es eigentlich geht. Hier, das ist der Prozess gegen Daimler im Bereich LKW-Kartell, liegt schon etwas zurück, aber hier hat die Kanzlei Gleis Lutz einen Lastwagen voll mit 650.000 Seiten Papier bekommen. Natürlich ist das kein täglicher Anwendungsfall, aber diese Dokumentenmenge haben Sie zigfach in Ihren eigenen Organisationen und Fachanwendungen und Abteilungen verfügbar und müssen mit diesen immensen Dokumentenmengen umgehen, die ja, wie wir alle wissen, nicht weniger, sondern mehr werden.
Wir liegen ja gerade auch schon beim Gesamtdatenvolumen irgendwo im Zettabyte-Bereich, also wirklich unvorstellbare Dokumentenmengen, die auch täglich immens wachsen und immer schneller wachsen. Was liefert unsere Technologie und unsere Produkte? Es geht darum, alles verfügbar zu machen, Daten, egal wo sie liegen, egal in welchen Formaten, erstmal zu integrieren, also anzubinden, dann zu aggregieren, nutzbar zu machen für Suchen und Finden, nichts zu übersehen und dann einen intelligenten Drilldown in diesen immensen Dokumentenmengen zur Verfügung zu stellen mit künstlicher Intelligenz. In unserem Anwendungsfall, wir nennen das intelligente Lesehilfe. Wir haben hier nichts mit automatischer Gesichtserkennung oder sonstigen Dingen zu tun, sondern die KI, die wir einsetzen, ist textbasiert. Und hier geht es einfach darum, die KI so sinnvoll zu gestalten, dass sie in ihren täglichen Arbeitsprozessen von stupiden, immer wiederkehrenden Routineaufgaben sinnvoll entlastet werden. Und diese KI-Funktionalitäten, mein Kollege stellt dann diesen immens breiten Kosmos an KI-Funktionen bereit, die wirken in den Produkten an ganz unterschiedlichen Stellen, um eben eine exzellente User Experience zu ermöglichen. Es geht also darum, Menschen zu unterstützen, was wichtig ist, nicht Menschen zu ersetzen. Das kann KI noch nicht. Und meine persönliche Meinung ist, diese Super-KI, da sind wir noch viele, viele Jahrzehnte davon entfernt. Wir sprechen heute von sehr, sehr engen, schmalen KI-Anwendungen mit Trainings auf sehr spezialisierten Anwendungsgebieten. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass der Begriff auch oftmals missbräuchlich verwendet wird. Das möchte ich an der Stelle auch explizit betonen. Heutzutage wird jede Funktion, die vor 5 Jahren noch irgendwie ein händisch erstellter Produktvorschlag in irgendeinem Webshop, wird heute als KI-Funktionalität verkauft. Also seien Sie da auch bitte etwas selektiv, was die Bewertung von diesen ganzen Marketing-Aussagen angeht, die da im Markt kursieren. Es geht darum, mit KI Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, für bessere Informationen, bessere Entscheidungsgrundlagen zu treffen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Hier vielleicht nochmal ein bisschen augenzwinkernd auch ein paar alternative Ansichten auf das, um was es heute geht. Das ist mal eine kleine These. Dieser Graph stellt die organisatorische Anpassbarkeit dar. Wird mit der Zeit besser. Im Gegensatz dazu haben wir aber durch Technologien und die Nutzung von technologischen Trends eine Schere, die schon vor geraumer Zeit aufgegangen ist. Und unsere Tools helfen einfach dabei, diese Lücke zwischen technologischen Möglichkeiten und organisatorischer Anpassbarkeit zu schließen. Betrachten Sie Suche und KI als Pflaster, um hier diese Lücke zu überwinden. Oder was natürlich auch eine schöne Visualisierung ist, unsere Technologien helfen dabei, die nicht sichtbaren, die verborgenen Datenschätze mit ganz einfachen Methoden sichtbar zu machen. Wenn es eine organisationsweite Suche ist, natürlich Rechte geprüft. Aber im Sinne von Wissen teilen kann man natürlich einem Benutzer auch ein paar Informationen geben, dass Wissen im Unternehmen oder in der Organisation vorhanden ist, wo er keinen Zugriff drauf hat. Dann könnt ihr einen Kollegen fragen, ob das genutzt werden kann. Also verborgene Wissensschätze sichtbar machen. Eine alte Analogie aber aufgrund der stark steigenden Datenmenge immer noch brandaktuell. Ich hatte es erwähnt, intelligente Suche und Textanalyse, wir skalieren bis hin zu Milliarden von Dokumenten. Sie sehen es dann an den Beispielen. Wir können auch mit Massendaten umgehen. Die Analyse ist in Echtzeit erforderlich. Wir haben Anwendungsszenarien, wo Echtzeitanalyse geschäftskritisch ist. Diese intelligente Suche und Textanalyse kann für viele, viele Sprachen eingesetzt werden. Und basiert auf einem kompletten Technologie-Stack für künstliche Intelligenz, Machine Learning, Text Mining.
Was bieten wir an? Wir werden heute Use Cases sehen, die basieren auf unserem iFinder. Das ist unser Produkt für Enterprise Search, das eben in Abteilungen, unternehmensorganisationsweit eingesetzt werden kann, um intelligent alle Arten von Dokumenten und Daten und Informationen recherchierbar zu machen. Dieses Produkt bedient sich einer mächtigen KI-Suite für Natural Language Processing, also wirklich der Verarbeitung und dem Verständnis von natürlicher Sprache. Mein Kollege Bruno Faria wird dann später nochmal im Detail drauf eingehen. Aber eine Volltextsuchmaschine nimmt einfach einen Begriff, wie Sie hier auf der Folie sehen, den Begriff Produkte und schreibt den genau so in den Index. Wenn Sie jetzt nach Produkt suchen, würden Sie ihn nicht finden. Die Linguistik sorgt dafür, dass Sie bei der Suche nach Produkt auch Treffer mit Produkte oder Produkten finden. Natural Language Processing analysiert, was ist Subjekt, Prädikat, Objekt eines Satzes. Machine Learning wird hier unterstützend eingesetzt oder dient für, im Falle einer Textklassifikation für das Sortieren von Datenbeständen. Hier haben wir auch wieder diesen Aspekt der häufigen Wiederholung von stupiden Einsortierarbeiten. Wenn einfach mehr als 20, 30, 50 Dokumente jeden Tag an einer Stelle bei Ihnen händisch zu sortieren oder zu klassifizieren sind, dann kann das viel, viel zuverlässiger, weil nämlich objektiv ein Algorithmus abnehmen. Und wir können auch Dokumente anreichern. Wir können die Eigennamen, die dort drin vorkommen, erkennen von Produkten, Personen, Organisationen, Orten oder auch vielen, vielen weiteren möglichen Datenpunkten und sie suchseitig nutzen. Diese ganze Funktionalität kann dann aber auch auf der rechten Seite im Document Analyzer zum Einsatz kommen, wenn ich nämlich das Dokument in die Tiefe aufbreche und mir wirklich einzelne Paragraphen und Datenpunkte anschaue, um zum Beispiel in allen meinen Mietverträgen nach bestimmten Haftungsklauseln zu recherchieren. Die Haftungsklausel an und für sich wird, ohne dass ich eine Suchanfrage eingebe, erkannt und kann, wird dann untereinander aufgelistet und natürlich ein Experte prüft, ob diese Haftungsklausel so in Ordnung ist und akzeptiert werden kann. Aber das wird alles automatisiert und das ist die intelligente Lesehilfe. Ich muss mich nicht mehr durch einen 50-seitigen Mietvertrag quälen, sondern ich möchte mir gezielt die Haftungsklausel und vielleicht eine Renovierungsklausel in den Mietverträgen anschauen. Ich wähle das aus und die Maschine liefert mir, ohne dass ich irgendwie das intellektuell lesen müsste, die relevanten Passagen. Und so greifen diese beiden Blöcke, intelligente Suche und wir nennen das Document Intelligence oder intelligente Dokumentenverarbeitung, wunderbar ineinander. Es gibt viele suchbasierte Use Cases, die dann aber mit einer tiefen Analyse auch ergänzt werden können. Wir haben hier eine breite Palette an vorkonfektionierten Produkten, die es uns einfach ermöglicht, sehr, sehr schnell eine Lösung beim Kunden zu installieren. Unser schnellstes Projekt letztes Jahr war beim Erzbischöflichen Ordinariat München-Freising, eine DSGVO-Installation. Ein Kollege von mir hat 2 Stunden installiert. Nach weiteren 2 Stunden waren 2 Millionen Dokumente auf einem NetApp Storage indiziert. Während der Zeit wurde schon die Administrations- und User-Schulung gemacht und nach 4 Stunden hat der Kunde das System produktiv benutzt. Das ist natürlich eine Ausnahme nach unten. Es soll aber zeigen, dass das, was wir Ihnen heute vorstellen, keine hunderte Personentage umfassenden Projekte sind. Suche und intelligente Dokumentenanalyse als Suchapplikation oder auch eingebettet in bestehende Prozesse bei Ihnen ist schnell und unkompliziert erreichbar. Was liefern wir? Das hier ist quasi ein Konzept-Prinzipschaubild einer Suchmaschine. Wir kommen später nochmal auf dieses Prinzip kurz zu sprechen. Es soll Ihnen aber zeigen, dass ein Sucheingabefeld mit einer Trefferliste nur eine mögliche, eine zwar sehr häufige, aber nur eine mögliche Nutzungsvariante dieser Technologie ist.
Wir haben Konnektoren, so heißen die bei uns die Stücke Software, um beliebige Datenquellen anzubinden. Die können in-house sein, die können auch im Internet liegen, in Fachinformationsdatenbanken. Wir holen uns dort die ganzen Nutztexte heraus. Dann in diesem Pre-Index-Processing passiert die ganze KI-Magie. Dort wird angereichert, dort wird der Inhalt eines Dokuments erkannt. Dort wird zum Beispiel auch ganz banal das Satzende erkannt. Ein Punkt ist nicht immer ein Satzende. Und wenn ich Natural Language Processing machen will, also Subjekt, Prädikat, Objekt eines Satzes erkennen, dann muss ich auch sinnvollerweise einen Punkt erkennen. Und Professor Dr. Belair kann das bestätigen, dass ein Punkt nicht immer ein Satzende ist. Also hier steckt die ganze KI, Linguistik, Semantik, Magie drin. Daraus bauen wir einen Suchindex auf. Begreifen Sie diesen Suchindex, aber technisch bitte als NoSQL-Datenbank. Wir setzen hier Elasticsearch ein. Fachlich ist das für mich eine ganz, ganz zentrale Wissensdatenbank für alle relevanten Informationen im Unternehmen, auf die ich dann sehr flexibel über verschiedene Oberflächen oder auch von anderen Applikationen, das ist hier als einfach als Machines bezeichnet, zugreifen kann, um die Daten zu aggregieren, zu nutzen oder auch ganz simpel wieder nur in einer Suchtrefferliste auszuspielen. Cognitive Search ermöglicht universellen Zugriff auf Ihre Informationen, egal ob unstrukturiert oder strukturiert. Der Hauptaugenmerk liegt natürlich meist auf unstrukturierten Daten, aber eben auch IoT-Daten, strukturierte Daten aus Datenbanken können hier zusammengeführt werden. Der eFinder indiziert oder macht suchbar über 600 Dateiformate. Wir können auch Bilder mit OCR vorverarbeiten. Wir haben sogar Kunden, wo wir Audio- und Videodateien automatisch durch eine Speech-to-Text-Komponente transkribieren, um sie suchbar zu machen. Unser Produkt kommt mit über 80 Konnektoren zu allen möglichen Datenquellen. Wir haben in fast 21 Jahren Intrafind noch jede Datenquelle in jedem Suchprojekt angebunden. Fileshares, SAP-Daten, Confluence als Repräsentant für ein Wiki-System, Ticketsystem wie Jira, ServiceNow, Workday, Lotus Notes, ich bin noch in der alten Begriffswelt, ist ja jetzt mittlerweile HCL, Notes, Connections, die ganze Microsoft-Welt natürlich, SharePoint On-Premise, Exchange On-Premise, aber auch die Microsoft 365-Welt in Online-Daten-Repositories, Dropbox, OneDrive, Salesforce als CRM-System. Es gibt keine Datenquelle, die wir hier nicht anbinden können. Und natürlich nicht nur eigene Datenquellen, sondern zum Beispiel auch DIN-Normen oder Patente vom Beuth-Verlag oder von einem Patentinformationsanbieter oder. Also eine mächtige Datenintegrationsmaschine ist es im Backend. Und wir liefern hier ein komplettes Produkt mit Service-Leveln. Wir haben sehr moderne Deployment-Mechanismen. Das Produkt kommt mit einem One-Click-Installer. Viele unserer Kunden installieren das per Ansible oder auch die ersten schon per Docker. Also für ein sehr, sehr einfaches Deployment auch in Private-Cloud-Umgebungen. Es ist eine komplette Applikation mit auch barrierefreier zertifizierter Oberfläche, was ja für Sie sicher auch sehr wichtig ist. Zentraler Punkt bei allen Themen zum Thema, also bei allen Suchthemen, die Sie heute hören, wir machen immer rechte geprüfte Suche. Jeder Benutzer sieht nur genau das an allen Stellen in der Suchoberfläche, auf die er auch entsprechende Leserechte hat. Das ist das zentrale Paradigma der Lösung. Herr Krügel, wir haben erste Fragen im Chat. Darf ja, bitte. Ich kurz einlegen, weil sie sich auch sehr konkret auf einzelne Aspekte richten, sodass das gut passt, die hier abzuhandeln. Die erste Gerne. Frage war, ob denn die zuerst vorgestellte Lösung ORC voraussetzt oder ob ORC Teil ihrer Lösung ist. Und daran direkt anschließend, ob im Document Analyzer Human in the Loop geboten wird. Und falls ja, ob auch einfache Sachbearbeiter, also einfache in Gänsefüßchen, dann diesen Document Analyzer bedienen können. Genau, danke sehr. OCR ist Teil des Standardproduktes und ja,
Ich glaube, das beantwortet die Frage. Beim Document Analyzer bieten wir als Softwarehersteller nicht dieses Konzept Human in the Loop. Was aber jetzt wichtig ist für den Betrieb, natürlich liefert der Document Analyzer keine 100% Qualität. Das kann kein Software-Tool auf diesem Planeten liefern. Daher haben wir die KI-Komponenten demokratisiert. Ich muss das kurz ausführen. Was bedeutet das? Der Document Analyzer kommt mit über 150 vortrainierten Datenpunkten und Erkennungsmechanismen. Die decken in vielen Fällen alle erforderlichen Extraktoren ab. Ein Sachbearbeiter, der sich jetzt eben ganz bewusst nicht mit KI auskennen muss, kann aber ganz einfach diese Dinge bewerten und analysieren. Und eine kleine Benutzergruppe, das können eben auch wieder nicht KI-Spezialisten sein, wirklich einfache Sachbearbeiter. Ich bin an der Stelle zwar mit den Dingen vertraut, aber bin auch kein Experte. Auch ich kann diese KI-Verfahren ganz einfach trainieren. Und zwar mit wenigen Trainingsdaten. Das ist noch ganz wichtiger und Unterscheidungsaspekt. In Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation gibt es nicht die Massendaten, die es bei Google oder bei Microsoft gibt, um diese immensen Trainingsmodelle zu erstellen, mit denen die Firmen hausieren gehen. Die passen nicht auf ihren konkreten Anwendungsfall. Wir haben unsere KI-Methoden auf Small Data spezialisiert. Die sind zwar in der Lage, Big Data zu verarbeiten. Für das Training brauchen wir aber nur ein paar wenige Trainingsdatensätze. Und dann schaffen wir es mit einer Komponente, die nennt sich Active Learning, dem Benutzer weitere Textpassagen für das KI-Training vorzuschlagen, die er dann einfach mit Daumen nach oben oder nach unten bewertet. Und somit haben wir quasi die Anwendung, die Nutzung von KI von dem permanenten Einsatz von KI-Experten entkoppelt. Und jeder einfache Sachbearbeiter kann das nutzen und anwenden. Und in der Praxis ist es natürlich so, dass nicht jeder Sachbearbeiter diese KI-Trainingsmodelle erstellen kann, sondern das ist halt eine Benutzergruppe, die das macht, die verifiziert und stellt dann quasi diese trainierten KI-Modelle allen anderen Sachbearbeitern zur Verfügung. Aber was wichtig ist, es ist kein Experten-Know-how erforderlich. Herr Kögel, es gibt eine weitere Frage dazu. Welche Trainingsverfahren werden denn unterstützt? Genau, die Trainingsverfahren sind sehr, sehr einfach, denn Sie müssen für das Training lediglich die Textpassage markieren, die Sie interessiert, und annotieren oder labeln. Damit beginnt schon beim ersten markierten Absatz, der für Sie jetzt relevant ist. Was es auch immer sein mag. Wir haben einen Kunden, der muss in Lieferpapieren identifizieren, ob es eine Passage gibt, wo ein eingekaufter Rohstoff gentechnisch nicht verändert wurde. Der hat das quasi selbst markiert, gelabelt mit dem Label Gentechnik, und die Maschine macht ihm dann Vorschläge und damit trainiert er das KI-Verfahren. Und somit ist es sehr, sehr einfach von jedem Sachbearbeiter selbst nutzbar, ohne dass er KI-Experte sein muss. Es gibt noch eine weitere Frage zum Lizenzmodell. Die würde ich gerne hinten anstellen, denn ich nehme mal an, da kommen Sie noch drauf zu sprechen. Wir haben aber auch noch zwei Fragen zu dem iFinder, den Sie jetzt zum Schluss noch vorgestellt haben. Die erste Frage war, wo wird der iFinder gehostet, beim Kunden oder beim externen Rechenzentrum? Und die zweite Frage, erkennt das System auch Handschriften, zum Beispiel Sütterlin? Ja, danke. Der iFinder läuft dort, wo unser Kunde das möchte. Ich schätze mal, 95% unserer Kunden haben den iFinder on-premises installiert, also auf ihrer eigenen Hardware, im eigenen Zugriff. Die Software telefoniert natürlich auch nicht nach Hause. Wir brauchen keinen Kanal. Wenn eine Wartung oder ein Update ansteht, würden wir uns zum Beispiel einwählen, oder wir fahren auch vor Ort zum Kunden.
Wir haben aber auch Kunden, die sagen, Intrafind, übernimm du bitte den kompletten Managed Service und wir hosten das auch für unsere Kunden. Und wir haben den iFinder sogar als SaaS-Lösung, also wo sie quasi, wo wir per Knopfdruck für sie eine Instanz hochfahren, wo sie ihre eigenen Dokumente hochladen. Das ist aber derzeit verschwindend gering. Der Großteil unserer Kunden ist in der On-Premises-Welt zu Hause. Wir bedienen aber natürlich alles. Der Kunde entscheidet, wo er die Suchalgorithmen, die ganze KI laufen lassen möchte. Leider können wir keine Handschriftenerkennung oder Sütterlin. Was ist mit selbstbereitgestellten Korrekturen? Sind die erkennbar? Handschriftlich selbst. Ja. Sprechen Sie von handschriftlich? So verstehe ich. Nein, wir können keine Handschriften erkennen. Wir können keine Handschriften erkennen. Was wir bei unserer automatischen Vertragsverarbeitung oder Formularverarbeitung erkennen, sind zum Beispiel, es handelt sich hier um eine Unterschrift. Aber wir lesen jetzt nicht aus dem Gekrakel, dass das der Franz Kögel ist, sondern das ist der Unterschriftenblock, das hier ist die Unterschrift. Das erkennen wir. Das hat bestimmte Plausibilitätsprüfungs- oder Vollständigkeitsprüfungsaspekte, aber wie gesagt, keine Handschriftenerkennung. Okay, gut. Dann sind soweit erstmal alle Fragen durch. Dann können Sie fortfahren. Lieben Dank. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage mit den Verfahren, die wir für die Textklassifikation oder das Machine Learning einsetzen. Sollten da die technischen Methoden gefragt sein? Da kommen wir auch noch später drauf. Es seien nur ein paar Bekannte genannt. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrung gemacht mit dem Verfahren einer Support-Vector-Maschine. Das ist ein wissenschaftlich nach wie vor top-geranktes Verfahren. Es muss nicht alles Deep Learning sein. Natürlich haben wir auch Deep Learning-Verfahren. Neuronale Netze haben den Nachteil, dass sie schlecht generalisieren. Und von daher bevorzugen wir hier die Support-Vector-Maschinen. Wir haben in der Textklassifikation im Machine Learning aber eine breite Palette an unterschiedlichen Machine Learning-Verfahren implementiert. Und abhängig vom Use Case kann der Kunde oder wir auch die optimalen Verfahren anwenden. Denn es ist einfach so, dass nicht jede Google TensorFlow-Applikation in der Cloud mit Google TensorFlow irgendwie gute Ergebnisse erzielen würde. Das ist oftmals eine Fehleinschätzung. Ich nehme irgendeinen Cloud-Dienst und habe die falsche Erwartung, dass mir dieser Cloud-Dienst mein Textklassifikationsproblem löst. Es ist einfach wichtig, für einen bestimmten Anwendungsfall das richtige Verfahren einzusetzen und auszuwählen. Und da haben wir entsprechend 20 Jahre Erfahrung, was hier wichtig ist, um ein Projekt auch erfolgreich zu machen. Was denken Sie, wie viele Projekte wir haben, wo wir genau dann eingreifen, wenn eben so ein Cloud-Self, ich probiere es mal selbst, Geschichte nämlich gescheitert ist. Sich hier irgendwas im Web zusammenzuklicken und dann zu erwarten, dass da automatisch immer gute Qualität rauskommt. Herr Kögel, es gibt noch ein paar Fragen, die würde ich gerne hier noch einschieben. Die erste Frage, besteht die Möglichkeit, auch beim iFinder Sprache zu analysieren? Und wenn ja, ist das ein Zusatzmodul? Die zweite Frage, ob auch komplexere Suchmuster, zum Beispiel verschiedene Passagen, erstellt werden können und ob sich diese dann auch bewerten lassen. Und die dritte, eine ganz konkrete Frage, wird der iFinder bereits in der BGE eingesetzt? Der iFinder wird bereits in der BGE eingesetzt. Wir haben vor einem Jahr die Ausschreibung zur KI-basierten Suche dort gewonnen. Korrekt. Zur Sprache, die wir erkennen, die Dokumentensprache, das ist Standardbestandteil, und wir schalten dahinter dann auch noch eine linguistische Vorverarbeitung, sprachspezifisch, also auch ein zwei- oder zehnsprachiges Dokument wird jede vorkommende Textsprache erkannt und damit dann linguistisch normalisiert. Wir kommen gleich noch drauf. Und die zweite Frage, ich nehme an, die bezog sich auf den Document Analyzer. Könnten Sie die bitte noch ganz kurz wiederholen, Herr Wieseler? Ja, das war die Frage nach komplexen Suchmustern, ob man zum Beispiel verschiedene Passagen erstellen kann und diese dann auch bewerten lassen kann. Genau. Letztlich können Sie
sind Sie völlig frei in der Definition, wie das Muster, die Passage ausgestaltet ist. Sie markieren das. Das kann eine kurze Passage sein, es kann ein kurzer Datenpunkt sein, vielleicht ein Eurobetrag, ein Mietzins oder eine Haftungssumme. Sie können aber auch eine ganze Haftungspassage, eine ganze Klausel markieren und einfach ganze Klauseln wiedererkennen. Dafür sind die Systeme ausgelegt. Also wirklich sehr, sehr flexibel, von sehr, sehr eng umgrenzten Datenpunkten über Passagen bis hin natürlich auch zu Gesamtdokumenten. Genau, wir bewegen uns hier einfach im Bereich KI für smarte Suche und Daten- und Metadatenmanagement auf so einer Kurve nach oben. Angefangen von der Volltextsuche, Keyword Search. Und ich nehme an, dass noch viele Volltext, klassische, einfache Schlagwortsuchen bei Ihnen in Ihren Organisationen zum Einsatz kommen, mit all Ihren Nachteilen und Effizienzhämmern. Erweiterungsstufen waren dann eben semantische Suche, den Index anreichern, über Natural Language Processing, über Machine Learning, um themenbasiert auch suchen zu können. Dann auch Verfahren für Cognitive Search dazu zu schalten. Und dieser Weg nach oben, der beschreibt eben auch diese Begrifflichkeit, die ich eingangs erwähnt habe. Es ist eben nicht nur Suche oder Enterprise Search, sondern Gartner nennt es korrekterweise Insight Engines, weil die Maschinen viel, viel mehr leisten können und Use Cases sich ableiten lassen, als ein einfaches Sucheingabefeld mit einer Einwortsuche zu befüllen. Geschweige denn irgendwelche grottenschlechten Datenbanksuchen. Wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz, schon lange bevor es ein Buzzword wurde. Wir hatten unser erstes Textklassifikationsprojekt schon im Jahr 2004 gestartet. Dann kam die Entitätenerkennung dazu, die automatische Verschlagwortung, das Auto-Tagging, und wir sind jetzt eben bei den Themen der tiefen Dokumentenanalyse, die sich im Document Analyzer manifestieren. Ganz kurz zurück zu den Basics. Ein schönes Bild aus einem Hamburger Stadtteil. Der Fußbodenschleifmaschinenverleih zeigt die wunderbare Kreativität, die die deutsche Sprache mit sich bringt. Die Linguistik, die bei uns im Einsatz ist, zerlegt jetzt diesen zusammengesetzten Begriff in die sinntragenden Einzelbestandteile. Wir liefern das für insgesamt 28 Sprachen. Die Maschine kann natürlich alle Sprachen verarbeiten, aber diese linguistische Normalisierung, die für Suchqualität sorgt, die bieten wir für 28 Sprachen an. Deutsch als morphologisch komplexe Sprache ist hier sehr, sehr wichtig. Und wir liefern eben als deutscher Anbieter schon seit Start weg haben wir quasi in unserem Team Computerlinguisten, die genau dieses wichtige Verständnis der deutschen Sprache in unsere Produkte reinbringen und nicht wie viele angloamerikanischen, angelsächsischen Produkte einfach halt auf Englisch trainiert sind und naja, um Deutsch kümmern wir uns halt irgendwie gar nicht. Die Linguistik liefert einfach eine qualitativ sehr, sehr gute Suche. Was macht die Linguistik? Im Text kommt der Begriff Büchern vor. Wir erzeugen bei der Indizierung die Grundform Buch und speichern das im Index ab. Das führt dazu, dass keine relevanten Treffer übersehen werden. Hier ein kleines Beispiel aus dem Audi-Partnernetz. Der Verkäufer sucht nach Räder A6, findet nichts, weil in der Artikelbeschreibung einfach vom Komplettradsatz die Rede ist. Denken Sie einfach an Themen wie Behördensprache und Sprache, nach der der Bürger zum Beispiel auf einem Portal sucht. Das ist hier genau der gleiche Fall. Die Linguistik bei der Indizierung sorgt dafür, dass der Komplettradsatz in die sinntragenden Einzelbestandteile zerlegt wird. Wenn ich nach Räder suche, wird auch die Suche normalisiert. Aus Räder wird Rad. Über den Begriff Rad kann ich dann den Index Lookup machen und finde den Komplettradsatz. Das erzeugt eine vollständige Trefferliste. Ich übersehe keine relevanten Treffer.
aber auch Komposita, was zusammengesetzte Begriffe betrifft. Die Suche nach Bundesumweltminister liefert auch Treffer, in denen von Bundesminister für Umwelt die Rede ist. Ich normalisiere iPhone 12 mit und ohne Blank. Wir können Einheiten umrechnen, das sehen wir gleich später nochmal. Wir können Metadaten erzeugen, also wir erkennen und extrahieren und normalisieren Eigennamen von Personen in unstrukturierten Texten zum Beispiel. Wir analysieren natürlichsprachige analysieren Texte natürlichsprachig und auch die natürlichsprachig eingegebene Suchanfrage mit Satzerkennung, Part of Speech Tagging, einer syntaktischen Analyse, named Entity Recognition, die es uns ermöglicht, dass Sie solche Fragen an die Suche stellen. Wer ist der Spezialist für Content Analytics? Zeige mir alle Präsentationen von Franz Kögel zu Enterprise Search des letzten Jahres. Das alles, diese Suchanfragen werden interpretiert. Damit wird natürlich keine dumme Volltextsuche gemacht, sondern diese natürlichsprachige Sucheingabe wird interpretiert und in eine entsprechende interne Query oder Suche umgewandelt. So sieht unsere Suchoberfläche aus. Die ist fully responsive. Die ist konfigurierbar von einer einfachen Suche bis hin zu einem Digital Workplace für den Wissensarbeiter mit Knowledge Graph, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, um dem Benutzer noch zusätzliches Wissen neben den Treffern in der Trefferliste an die Hand zu geben. Aber dazu mehr in der abschließenden Demo. Und natürlich können wir auch alle Arten von Dashboards und Visualisierungen liefern. So, jetzt Breno, dein Part. Ich fange an mit der Frage, was ist KI? Das Erste, was man macht, wenn man was sich aneignen möchte, ist die Frage, ist bei Wikipedia nachzuschauen natürlich. Und da steht auf der englischen Wikipedia, dass AI, die Intelligenz, die Maschinen demonstrieren, die im Kontrast steht zur natürlichen Intelligenz von Menschen oder anderen Lebewesen. Das heißt, wenn du weiterklickst, Franz, wir sagen also, dass KI-Maschinen sind, die in Anführungsstrichen wie Menschen denken, also argumentieren, planen, lernen und Sprache verstehen. Die Frage ist aber dann, was bedeutet das genau? Ist das Rechnen einer Division mit einem Algorithmus, was wir hier an der rechten Seite sehen, was Grundschüler oder vielleicht nicht Grundschüler, aber Oberstufenschüler lernen, ist das etwa künstliche Intelligenz? Weil wenn die Maschine die Division hinbekommt, ist es doch sehr nah an dem, was ein Mensch dann auch macht. Wahrscheinlich eher nein, wahrscheinlich wird keiner das so sehen. OCR hatten wir gerade eben auch schon besprochen. Wenn eine Maschine lesen kann sozusagen, ist das jetzt künstliche Intelligenz oder ist das oder nicht? Ist das etwas Banales sozusagen? Oder Schachspielen oder Go spielen? Das sind sehr menschliche, Instanzen menschlicher Intelligenz. Wenn eine Maschine das besser kann als Menschen, ist die Maschine jetzt intelligent? Es gibt noch weitere Beispiele, Gesichtserkennung oder Fahrzeuge, die ihre Umgebung messen und dann auch die Spur halten können. Und Sachen, die auch Menschen machen, die jetzt Maschinen auch machen. Und es gibt eine schöne Definition oder ein Theorem, das nennt sich Teslas Theorem, das sagt, KI ist alles, was noch nicht von einer Maschine bisher gelöst wurde. Also alles, was bisher nur vom Menschen lösbar war. Und ich finde, diese Definition ist sehr schön, weil sie skalierbar ist. Sie wandelt sich mit der Zeit oder was KI ist, ist nicht, was heute KI ist, war gestern vielleicht was anderes oder ist morgen auch nicht mehr KI. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, denn die KI hat ja eine lange Geschichte, eine lange Zukunftsgeschichte. Auch in der Vergangenheit war KI die Technologie der Zukunft, so wie heute sie es auch ist. Hier rechts im Bild sehen wir den Rosenblatt mit seinem Perzeptron. Das ist in den 50er Jahren gemacht worden. Das ist das erste neuronale Netz, das als Hardware implementiert wurde.
Und wir haben in der Geschichte der KI seitdem mehrere solche sogenannten Hype-Cycles erlebt, wo es sehr große Erwartungen gab zu, was KI machen kann, und die dann aber enttäuscht wurden. Und wir sind jetzt in, sagen wir mal, wahrscheinlich in der dritten Welle dieser Geschichte. Und ich habe jetzt letzte Woche einen ersten, die Artikel kommen jetzt mehr und mehr, aber letzte Woche gab es einen, glaube ich, auf der New York Times, wo es genau darum ging, dass es jetzt immer schwieriger wird, zu verheimlichen, dass KI dann doch nicht das Allheilmittel sein wird. Tesla, der Elon Musk hat ja schon seit, glaube ich, 2 Jahren versprochen, dass, oder hatte vor ein paar Jahren versprochen, dass 2020 es Millionen von Teslas geben würde, die autonom fahren würden. Das ist, wie wir wissen, nicht passiert. Und es wird immer schwieriger zu verheimlichen, dass KI dann vielleicht doch nicht das kann, was man sich erhofft hat. Also es deutet sich langsam wieder eine Inflexion in dieser Kurve an, und vielleicht stehen wir kurz davor. Aber das Wichtige, glaube ich, was man daraus noch nehmen sollte, ist, dass nach jedem dieser sogenannten AI-Winters oder KI-Winter Sachen übrig geblieben sind, die wir heutzutage als normale Technologie bewerten, genauso wie Teslas Theorem es besagt. Was OCR betrifft, OCR ist eine klassische Aufgabe der KI-Forschung gewesen und ist heute sozusagen ein gelöstes Problem. Das Gleiche gilt für die Spracherkennung. Wenn ich mit meinem Telefon spreche und das Telefon dann das, was ich gesagt habe, als Text mir zeigt, ist die Qualität dieser Erkennung heute, ich finde, immer wieder überraschend gut. Also ich als vom Fach kommend, ist es etwas, was ich vor 10 Jahren, vielleicht vor 5 Jahren, war das noch ganz anders. Und mittlerweile ist es doch für alle recht alltäglich. Und diese Technologie verliert ein bisschen diese Aura des Magischen und ist dann damit nicht mehr KI oder wird langsam nicht mehr als KI wahrgenommen, sondern einfach als eine klare Sache, die ein Computer machen muss. Es ist klar, dass wir jetzt, wenn wir in einen neuen Winter kommen, dass wir solche Technologien mitnehmen werden, so wie wir nach jedem dieser Winter, auch wenn sie dann enttäuschend waren für die Erwartungen, die sie nicht erfüllen konnten, haben wir doch viele neue Werkzeuge mitgenommen. Und was gibt es für Werkzeuge aus der KI? KI ist ein weites Feld. Es wird auch mittlerweile oder heute wegen des großen Hypes um das Thema Deep Learning oft dann auch synonym verwendet mit Deep Learning. Aber KI ist viel mehr. KI gibt es in vielen Ausprägungen und vielen unterschiedlichen Richtungen. Zum Beispiel regelbasierte Verfahren. Das hier ist ein Entscheidungsbaum für die Diagnose von Krankheiten. Das ist jetzt nichts Algorithmisches, das ist ein Regelbaum, dem ein Arzt folgen kann bei der Diagnose. Aber solche Entscheidungsbäume gibt es auch in der KI. Es gibt auch andere regelbasierte Verfahren. Zum Beispiel für die Analyse von Text gibt es sogenannte reguläre Grammatiken. Das ist eine Art von KI. Eine andere Art von KI ist das maschinelle Lernen. Und da gibt es das klassische maschinelle Lernen, wo die Daten wo das in immer 2 Phasen passiert. Es gibt das Training und dann die Inferenz. Das Training erzeugt ein Modell. Die Inferenz ist dann die Applikation des Modells auf neuen Daten. Und beim Training und bei der Anwendung, bei der Inferenz, ist beim klassischen Machine Learning ein wichtiger Schritt die sogenannte Feature-Selektion. Das ist hier dieser Kasten in der Mitte, wo dann die rohen Daten vorverarbeitet werden und die wichtigen Aspekte dieser Daten hervorgehoben werden. Bei der Textverarbeitung zum Beispiel ist die Feature-Selektion
wird sie oft so mitgemacht, dass Wörter, die sogenannte Stopwords sind, Wörter, die in allen Sätzen vorkommen, wie Artikel zum Beispiel, dass sie aus dem Text entnommen werden, dass man besonders sinntragende Worte oder Mehrwortbegriffe hervorhebt, wie Nominalphrasen oder Adjektive, und dann darauf aufbauend trainiert. Das hat sich mit dem Deep Learning, das ist der nächste Slide, ein bisschen verändert, denn beim Deep Learning ist auch das Lernen dieser sogenannten Features Teil der Lernaufgaben, die die Maschine übernimmt. Hier eine schematische Darstellung eines tiefen Netzwerks, also des Deep Learning Netzwerks, der in den ersten Phasen, in den ersten Layern sich damit beschäftigt, bei der Bildverarbeitung, hier in dem Beispiel, sehr abstrakte Features zu lernen. Das heißt, Farbwechsel, Striche, Kreise oder Muster von zum Beispiel Fellmuster, dass das die sehr abstrakt gelernt wird, in den ersten Schichten des Netzwerks das zu erkennen. Je tiefer man in die Netzwerke reinschaut, desto komplexer werden die Features, die dann dort zum Vorschein treten. Das heißt, dort werden dann diese ersten Schichten, diese Features, die in den ersten Schichten gelernt werden, wie Farbverläufe, Übergänge, Striche, Kreise, kombiniert zu Augen, Nase, Mund, Haar, Fell. Und dann letztendlich, je tiefer man kommt, zu komplexeren Konstrukten und ganz am Ende dann die Entscheidung, ist es ein Gesicht oder wo ist das Gesicht im Bild? Das ist die große Veränderung beim Deep Learning. Das heißt, jetzt nochmal um das als Fazit, KI ist nicht gleich Machine Learning, es ist auch nicht gleich Deep Learning, es gibt unterschiedliche Strömungen in der KI, die man vielleicht in diesen zwei Hauptströmungen einteilen kann, die symbolische, regelbasierte KI und dann die statistische KI, das maschinelle Lernen. Und wir in der IntraFind haben da kein dogmatisches Bild dieser Verfahren. Wir sind jetzt nicht auf einem Lager, wir sind jetzt nicht, wir machen nur regelbasierte KI oder nur statistische KI. Für uns gilt, dass das alles Werkzeuge sind, und die haben wir alle in unserem Kasten. Und wir nehmen die Werkzeuge dann her, die wir für die Lösung eines Problems brauchen. Und damit sind wir sehr erfolgreich gefahren bisher. Herr Faria, genau, es gibt eine Anmerkung und zwei Fragen. Gerne. Die Anmerkung bezieht sich nochmal auf Ihre Definition eingangs von KI. Mit dem Hinweis, dass es auch noch die Unterscheidung zwischen flacher und tiefer KI gibt und diese Unterteilung quasi zeitlich stabiler ist als eben den Ausdruck, den Sie gewählt haben, noch nicht von einer Maschine gemacht. Weiß nicht, ob Sie da gleich nochmal drauf eingehen wollen. Es gibt aber, wie gesagt, auch eine Frage, die bezieht sich jetzt auf den letzten Teil, den Sie vorgestellt haben. Ist es nicht besser, die universelle Intelligenz des Menschen und die spezialisierte Intelligenz der heutigen Algorithmen und Methoden gegenüberzustellen? Dazu noch der Hinweis, NLP ist ja auch nur ein einzelnes Spielfeld der heutigen AI-Methodiken. Sehr gut. Beide Fragen passen ja auch zueinander. Man spricht ja in der KI oft von schwacher und starker KI. Die starke KI ist das, was man in Sci-Fi-Filmen sieht, zum Beispiel in 2001 HAL 9000, ein Rechner, der plötzlich Bewusstsein bekommt und den Astronauten aussperrt aus dem Raumschiff. Diese Sorte von KI, von der sprechen wir hier gar nicht, also in der gesamten Präsentation, und ich würde auch sagen, in der gesamten Industrie
ist das zwar ein interessantes Thema, was die Forschung betrifft und auch das Marketing, weil das natürlich viel Fantasie dann und bei den Leuten, die das hören, erzeugt, und das ist einfach faszinierend, klar, die Idee einer künstlichen Intelligenz, so wie wir es von Menschen erfahren. Wie der Herr Köbel sagte, ich bin der gleichen Meinung, dass wir noch sehr, sehr weit entfernt davon sind, wenn es überhaupt dazu kommen sollte. Es gibt ja eine sehr biologisch oder chemische, physikalische Erklärung, wie Bewusstsein in den Menschen zustande kommen, weil das ja letztendlich alles nur Neuronen sind, die miteinander verbunden sind mit Synapsen, und es kann ja nichts mehr geben. Wir werden jetzt hier sehr philosophisch, vielleicht sogar religiös, ich möchte gar nicht da eintauchen. Es geht hier um eine schwache KI, also was ist die schwache KI, nicht die starke, im Gegensatz zu dieser menschlichen Intelligenz geht es in der schwachen KI um die Lösung bestimmter Probleme, bestimmter eng umrissener Probleme, wie zum Beispiel die Erkennung von Buchstaben in einem Bild oder die Übersetzung von Sprachen ineinander oder die Übersetzung von Audiosignalen in Text, wenn jemand in dem Audiosignal was spricht. Und ich finde, dass die Theorie von Tesla sehr gut auch für die schwache KI passt. Denn auch OCR war früher etwas, was sehr, was magisch war. Oder wenn wir jetzt über GPT-3, was eine sehr aktuelle Entwicklung, GPT-3, ein Sprachmodell von OpenAI, womit man tatsächlich auch reden kann, wäre die Frage, ist GPT-3, würde GPT-3 den Turing-Test bestehen? Ich würde sagen, wahrscheinlich schon, ja, in vielen Fällen. Ist das starke KI? Ich würde sagen, nein. Aber das ist jetzt alles nicht sehr wissenschaftlich, was ich hier von mir gebe. Und die Diskussion ist, ist philosophisch fast. Es ist wir kommen zu Glaubensfragen fast. Ich hoffe, ich habe damit die Antwort gegeben auf die Fragen. Danke, Breno. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt gerne zum Vortrag vom Herrn Schöppel weiterspringen, um einigermaßen in der Zeit zu bleiben, da wir doch schon einiges an Rückfragen beantwortet haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Breno. Das ist natürlich in Ordnung, ja klar. Herr Schöppe, bitte. Ja, ich würde mich natürlich versuchen, so ein bisschen kompakt das zu fassen, denn ich denke mal, das sind ungeheuer spannende Geschichten, und hier einfach nur mal den Anwendungsfall skizzieren, den wir in der NOWIT beziehungsweise in der Deutschen Rentenversicherung mit dem iFinder haben. Wir haben, sagen wir mal, drei Hauptfelder in der Gesetzlichkeit, die unsere Anwender benötigen. Also das ist das SGB VI als Schwerpunktrechtsgebiet, SGB IX als das Rehabilitationsgesetzgebiet, und dann ist es eine Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung, Betriebsprüfung. Das ist einfach nur mal ein Umriss, um mal Ihnen einen kurzen Einblick zu geben, wo liegen unsere Schwerpunktaufgaben. Da können wir dann auch gleich zur nächsten Folie gehen. Wir als NOWIT betreuen 5 Rentenversicherungsträger in der Region Nordost-West und sind selbst natürlich auch unser eigener Kunde. Das heißt also, bestimmte Dienstleistungen, die benötigen wir genauso auch selbst. Und da können wir dann auch gleich mal einen Schritt weitergehen. Ja, jetzt kommen so diese ganzen... Ja, hier wird das mal kurz symbolisiert, wie wir eben mit einer einzigen iFinder-Installation die verschiedenen Informationsrecherche-Aspekte der verschiedenen Mandanten abgedeckt haben.
was wir hier skizziert haben. Das ist also ein sehr, sehr vielschichtiges Diagramm, wo auch der Berechtigungsaspekt, der Sichtbarkeitsaspekt mit drinne verschlüsselt ist. Und natürlich eben wir als IT-Dienstleister, die wir natürlich einen ganz anderen Recherchefokus haben. Da können wir auch dann gleich zur nächsten Folie gehen. Ja, hier sind dann also nochmal die Facts dazu aufgeführt, vorher die bildliche Darstellung. Und ich drücke jetzt mal ein kleines bisschen auf die Tube. Wenn Fragen kommen, dürfen Sie die gerne dazwischen oder hinten. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum wir oder wie wir auch iFinder, in welchem Kontext wir iFinder einsetzen. Es geht ja um das Thema Digitalisierung. Und hier ist der Zustand, den ich vor 1,5 Jahren fotografiert habe und der bestimmt bald schon sag mal, ein Buch, ein Foto für die Geschichte ist. Typische Archivregistratur, wie sie eben mit Akten gefüllt sind, das ist ein Bild für die Geschichte. Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover als einer unserer Mandanten hat ein neues Verwaltungsgebäude gebaut, nah am Platz des Alten, und hat dafür nur die Hälfte des Platzbedarfs benötigt, den sie vorher hatte, und konnte das eben durch die Digitalisierung bewältigen. Ja, also alles ist jetzt im Computer, hat uns zum Teil auch durch die Corona-Krise ungeheuer geholfen, dass viele Dinge möglich waren, die wir sonst mit Akten gar nicht hätten machen können. Können gleich zur nächsten Folie gehen, weil das ist natürlich ein indem wir die Mitarbeiter mitnehmen können. Und das ist auch dann, sagen wir, die Brücke, wo wir auch einfach damit ins Boot genommen haben. Es hat sich für die Mitarbeiter eigentlich alles geändert. Natürlich wurden die Mitarbeiter geschult, aber Sie können sich vorstellen, das ist ja immer eine Mainstream-Schulung, wo die Schwerpunkte rübergebracht werden. Das sind dann immer viele, viele Extra-Sachverhalte, die dann eben, sagen wir, in dem entscheidenden Augenblick zur Anwendung gebracht werden müssen und die dann eben uns auch geholfen haben oder den Mitarbeitern insbesondere geholfen haben, um an die entscheidenden Informationen heranzukommen. Also unsere Arbeitsprozesse wurden umgekrempelt und dadurch war eben die Frage ad hoc Informationsbedarf für Mitarbeiter. Wie gestalten wir das? Können wir gleich zur nächsten Folie gehen? Ja, das haben wir ja einfach mal so mit diesen schönen alten bekannten Bild alte und neue Welt illustriert, um es auch noch in den Kontext der IT-Welt hineinzubringen. Gleich mal bitte klicken. Die Deutsche Rentenversicherung in ihrer dezentralen Organisationsstruktur, die bisher bestand oder bisher, sagen wir mal, maßgeblich war sehr, sehr mit Lotus beziehungsweise jetzt HCL-Notes unterwegs, was die Informationswelt anging. Stecken auch jetzt noch viele Informationen drin, weil da natürlich auch nicht ein Cut von heute auf morgen gemacht werden kann. Aber wir haben natürlich diesen Wandel eingeleitet. Informationen, die früher dezentral vorhanden waren, gibt es jetzt in zentralen Quellen. Und da das ja ein kontinuierlicher Prozess ist, mussten wir also irgendwo das begleiten. Natürlich kann man sagen, du musst jetzt da und da suchen, aber wenn Sie so einen heterogenen Informationskosmos haben, ist es wichtig, dass dabei die Anwender irgendwie so eine Konstante haben, und das haben wir eben mit dem iFinder begleitet. Da können wir gleich zur nächsten und zur übernächsten Folie gehen, weil da die Facts kommen. So, das sind jetzt so mal ein paar Beispiele aus unserer ganz konkreten Aufgabenwelt, wo wir also dann diese Informationen den Anwendern weiter bereitgestellt haben. Und das Entscheidende war, dass wir eben diese Kategoriewelt, die in den alten Informationsquellen bestand, in die neue gemappt haben und damit den Anwendern eine gewisse Vertrautheit erhalten haben. Ja, dann gleich mal bitte zur nächsten Folie. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, der ganz auch am Anfang kam. Wie suchen denn die Anwender? Und das war für uns ein ganz wichtiges Anliegen, die Wege. Da können wir gleich noch mal die ganzen Bildchen anzeigen,
dass wir also den Anwendern verschiedenste Wege eröffnet haben, um aus ihrer Arbeitsumgebung auf die Informationen zuzugreifen, die sie benötigen. Wir haben das also über den Open Search Schnittstelle eingebunden, sodass das auch Kontext im Browser verfügbar war und auch aus der Desktop-Leiste. Also diese vielfältigen Einbindungsmöglichkeiten werden hier einmal kurz angerissen. Können wir auch gleich weitergehen. Hier sind die Facts nochmal dargestellt, auch das, was Herr Kögel schon sagte, diese Benutzeroberfläche barrierefrei, die Anforderungen WCAG 2.0 erfüllt. Und ja, ich will es jetzt mal, diese Facts können Sie wahrscheinlich alle hinterher noch nachlesen. Aber jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema. Ich sprach ja am Anfang von den verschiedenen Interessengruppen, die wir unter einem Dach haben und die natürlich auch ein ganz unterschiedliches Suchbedürfnis haben. Wir haben Mitarbeiter, die Auslandssachverhalte bearbeiten. Wir haben Mitarbeiter aus dem Prüfdienst, die ich schon erwähnte, die eine eigene Informationskosmos haben. Und jetzt kam es für uns darauf an, dass wir diese unterschiedlichen Sichten der Mitarbeiter in irgendeiner Weise bündeln, so dass sie genau diese Informationen in den Datenquellen finden, die für sie wichtig sind. Ja, Herr Kögel, Sie können ruhig weiter. Da kommt nämlich dann, hatten wir auch schon eine Initialzündung, weil das bei einem der Mandanten in einer Vorgängerlösung im Einsatz war. Wir haben das dann gemappt, wir haben das, sag mal, generisch gemacht, universell gemacht. Konnten dazu eben auch die Lösungen, die der iFinder bietet, mit den Suchprofilen sehr, sehr gut ausstatten, wo eben diese zielgruppenspezifischen Inhalte dann auch dargestellt werden. Bei uns ist dann auch noch ein Identity Management im Einsatz, was wir auch mit gemeinsam mit Intrafind mit einbinden konnten, wo dann eben quasi auch diese Zielgruppeninformationen, die über den Mitarbeiter vorhanden sind, mit dem iFinder sozusagen gemerged wurden, sodass eben der Anwender. Aber richtig sind. Ja, wir können zur nächsten Folie gehen. Herr Schöppe, es gibt zwei Fragen, die würde ich gerne einfließen lassen. Die erste, die haben Sie jetzt schon teilbeantwortet, nämlich zum Dokumentenmanagementsystem. Hier wird nochmal nachgefragt, ob es das schon vorher gab oder ob Sie das im Rahmen der eine Anbindung jetzt erst realisiert haben, inklusive aller Berechtigungseinstellungen. Und die zweite Frage in dem Kontext, ob denn neue Schnittstellen programmiert werden mussten zwischen iFinder und DMS-System. Ja, wir hatten und haben natürlich die verschiedensten Dokumentenmanagementsysteme, wobei wir nicht unbedingt im Sinne eines klassischen Dokumentenmanagementsystems unterwegs sind. Wir sprechen, unsere Datenquellen sind Webportale, unsere Datenquellen sind Notsdatenbanken in unterschiedlicher Applikationsausprägung und Tiefe und unsere Datenquellen liegen in den File-Shares und ja, das sind eigentlich so die allerwichtigsten und da fand ja jetzt ein Migrationsprozess von der Dezentralität zur stärkeren einheitlichen Ausrichtung in der Rentenversicherung statt und diesen Migrationsprozess speziell zum Beispiel auch auf Systeme, die Government-Site-Builder basiert sind oder die Confluence basiert sind, den konnten wir eben mit diesem iFinder und mit den Konnektoren, die der iFinder bietet, begleiten und so begleiten, dass ein kontinuierlicher Suchzugriff für die Anwender möglich war. Das zu der ersten Frage, ist das okay? Ja, und die zweite Frage war dann noch, ob neue Schnittstellen programmiert werden mussten. Das kommt jetzt gleich. In dem Zusammenhang mit Never Stop Learning, da konnten wir eine Eigenschaft, die der iFinder bietet, nämlich, dass er eine sehr, sehr gut dokumentierte, offene API besitzt, konnten wir mit dieser Eigenschaft einen Connector für einen, ich weiß nicht, ob es der Allgemeinheit bekannt ist, SAP Enable Now ist ein Autorensystem
für E-Learning-Anwendungen, welches die Deutsche Rentenversicherung im Einsatz hat. Und hier hatte eigentlich die Firma Infrafind, weil es, sag mal, ein neuer Use Case war, noch keinen fertigen Connector im Einsatz. Und den konnten wir selbst aus der Kenntnis des Quellsystems und aus dem API-Dokumentation, die Intrafind geliefert hat, selbst programmieren. Es gibt noch eine weitere Frage. Lässt sich ungefähr quantifizieren, wie viel Zeit die Mitarbeiter jetzt durch iFind weniger mit Suchen verbringen? Oder haben Sie das mal irgendwie evaluiert oder schätzen lassen durch die Mitarbeiter? Das ist natürlich immer Teil dieser Wirtschaftlichkeitsanalysen, aber da habe ich jetzt ad hoc keine Zahl parat. Aber das ist schon erheblich, weil ich sagte ja, wir bedienen 17.000 Anwender. Und wenn ich jetzt gerade mal auf die Konsole schaue, sind 400 Anwender unterwegs. Es werden in der Stunde ungefähr 1.000 Suchanfragen, muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Aber so, es ist recht erheblich, um die, sag mal, allein durch die Nutzungsintensität und durch die Vielzahl der Mitarbeiter an jedem einzelnen Arbeitstag, ist das Volumen, was dadurch an Zeit eingespart wird, erheblich. Okay, ich kann vielleicht einen Praxiswert noch beisteuern. Bei unserem Kunden Bizerba, der hat sich die Arbeit gemacht, für einen bestimmten Use Case die Zeit vorher und nachher gemessen. Da ging es um einen speziellen technische Service Hotline. Der Kunde hat tatsächlich eine Zeitreduzierung um den Faktor 12 gemessen. Wir können Ihnen gerne die Case Study zur Verfügung stellen. Das sind belegte Werte. Sicher nicht repräsentativ, aber ein schönes Beispiel, was gute Suche leisten kann. Ja, und in diesem Zusammenhang mit dieser neuen Datenquelle, wo wir diesen Connector, bitte nochmal eine zurück, entwickelt haben, haben wir auch eine weitere in der Konfiguration des iFinders vorhandenes Feature zur Anwendung gebracht. Das ist die Vorinterpretation von Suchanfragen, weil das ist ja nachvollziehbar. Es ist ja ein sehr umfangreicher Informationsbestand, der sich da aufbaut, wenn man alle Quellen indiziert. Und jetzt gibt es aber Use Cases, wo genau eine Suchdatenquelle eigentlich speziell angesprochen wird. Und das ist eben dieses E-Learning-Portal. Und hier haben wir ganz einfach diese, was hier auch zu lesen ist, diese Präfixe Tipp oder Trick oder Hilfe oder zeig mal, wie geht das, als sozusagen Triggerwörter konfiguriert und können dann, und das ist dann auf der nächsten Folie zu sehen, den Anwendern dadurch ein viel, viel schnelleres Eingrenzen der Suchtreffer ermöglichen. Und was dann auch jetzt in den Sprechblasen, die jetzt noch kommen werden, zu sehen ist, wir haben das Treffer-Template auch anpassen können, auch das so flexibel und so offen ist das User-Interface, was Intrafind liefert, und bieten eben in diesen Treffer-Templates auch noch vereinfachte Zugänge zu diesen eigentlichen Lernsequenzen, die dann als Videos oder als Animationen abgespielt werden, an. Also hier auch ein sehr, sehr schneller Übergang zu dem Wissen, das zu finden, und natürlich in diesem Kontext, dass viele Prozesse sich geändert haben, da eben den Mitarbeitern auch eine Ad-Hoc-Hilfe anzubieten. Ja, ich glaube, so ein bisschen bin ich jetzt fast durch. Ja, jetzt kommt noch so ein kleines Augenzwinkern. Also man spricht ja oft von Suche, aber iFinder heißt ja nicht umsonst iFinder. Man will ja finden, und sozusagen der Unterschied zwischen einem leeren und einem gut prall gefüllten Pilzkorb, das ist der Unterschied zwischen Suchen und Finden. Herzlichen Dank, Herr Schöppel.
Ich möchte jetzt abschließend noch ein paar weitere Anwendungsbeispiele in der öffentlichen Verwaltung zeigen und einfach anmerken, denken Sie quasi aber bitte auch an Kunden, an Ihre IT-Dienstleister, natürlich an die eigenen Mitarbeiter und auch Partner der öffentlichen Verwaltung, um weitere Use Cases abzubilden. KI-basierte Suche gibt es in vielen Ausprägungen. Als sehr schlanke, funktionsarme Suche im Intranet, wie der Herr Schöppe auch gesagt hat, sehr, sehr schön, grafisch auch anpassbar, hier bei einem, Sie sehen Beispiel, sehr, sehr Website-ähnlich mit wenig Funktionalitäten. Einfach Intranet, keine großen speziellen Such-Use-Cases. Dann aber hier Beispiel Verwaltungsgericht Berlin, eine mächtige, funktionsreiche, KI-basierte Suche für den Wissensarbeiter, im konkreten Fall auch für den Richter. Sehr nah am Standard, aber eben mit vielen Funktionalitäten zum Weiterleiten von Treffern, zum Markieren, Labeln von Treffern, zum Favorisieren von Dokumenten. Wir haben, was Sie neben dem Reiter Kosovo oben sehen, noch ein Dashboard in der Suche, um den Benutzer bestmöglich zu informieren. Wir haben ein intelligentes Autocomplete, Did you mean mit Tippfehlerkorrektur, alles Rechte geprüft. Das alles kommt schon im Autocomplete. Schon Personen, die quasi mir bei der Suchanfrage vielleicht weiterhelfen können, Dokumente oder auch Autocomplete-Vorschläge. Suche ist ein zentraler, integraler Bestandteil eines digitalen Arbeitsplatzes und vernetzt verschiedene, unterschiedliche Applikationen und Wissensrepositories, die angebunden werden, die Suche zum Beispiel integriert in ein Liferay oder Alfresco-Portal als verbindendes Element des digitalen Arbeitsplatzes. Dann noch wichtig, das Sucheingabefeld, dieses Suchfeld können Sie ganz beliebig in andere Applikationen einbauen. Sie können das im Atlassian Marketplace zum Beispiel auch runterladen und ersetzen die lieblos implementierte Confluence-eigene Suche durch den iFinder und bekommen die ganze iFinder-Suchintelligenz innerhalb von Confluence auf den Confluence-Inhalten mit ein paar wenigen Klicks. Die Suche geht dahin, wo der Benutzer sie benötigt. Auch das, was der Herr Schöppe schon dargestellt hat in seinem Beispiel. Unternehmensweite Wissensdatenbank, die viele Suchanwendungen speist. Wir konnektieren alle Datenquellen, die relevant sind, und konsolidieren sie im iFinder. Jetzt können Sie die im Intranet, in der Workplace Search oder zum Beispiel einem Service Desk Chatbot in einer DMS-Suche, in einer abteilungsspezifischen Suche, deren Suchfrontend Sie selbst implementieren, aufbauen oder die Suche, wie gerade gezeigt, im Wiki ergänzen. Eine zentrale Suchinstallation, die viele verschiedene Suchapplikationen gleichzeitig speist und damit natürlich viel Nutzen- und Skaleneffekte ermöglicht. Bis hin zu Möglichkeiten hier wie bei Daimler, die sich ihre eigenen Spezialsuchen damit bauen. Wichtiger Use Case, DSGVO-Analysen. Über die KI-Verfahren erkennen wir alle Arten von personenbezogenen Daten und können so einfach jede Art von Auskunftsersuchen sehr, sehr performant und schnell beantworten. Denn oftmals sind beim Datenschutzbeauftragten natürlich ein Warenwirtschaftssystem, die Fachanwendungen wohl definiert in der DSGVO-Verfahrensbeschreibung, aber oftmals nicht die unstrukturierten Datenbestände. Des Weiteren kann über die KI-Funktionalität auch eben sukzessive diese unstrukturierten Datenbestände aufgeräumt werden. Liegen da vielleicht noch irgendwelche Bewerbungen oder Lebensläufe, die da nicht hingehören? Irgendwelche Mitarbeiter- oder Kundenlisten? Über Suche habe ich das in Millisekunden greifbar und kann sukzessive aufräumen. Das ist natürlich nichts, was sofort geht, aber wir unterstützen dann auch quasi beim Exportieren oder beim Verschieben, Kopieren oder auch Verschlüsseln von Dokumenten, die über unsere DSGVO-Analyse identifiziert werden. Viele Kunden nutzen den iFinder auch nicht nur für Suche, sondern auch für das Aufräumen in Datenfriedhöfen, Dubletten entfernen, alte Dokumente entfernen. Auch das ist quasi ein Nebenprodukt des iFinder. Hier ein Kunde von uns aus dem Industriebereich Vodafone nutzt
verschiedene Knowledge Graphen, das sind diese Suchbereiche neben der Trefferliste, einen Produkt Knowledge Graphen, einen Projekt Knowledge Graphen, einen People Knowledge Graphen, die wieder automatisch mit KI-Verfahren erzeugt werden und die sich Informationen aus unterschiedlichsten Datenquellen zusammenholen, aggregieren und einfach den Benutzer neben der Trefferliste zusätzlich informieren. Experten identifizieren. Auch hier ein Beispiel von der Kanzlei Rödel und Partner. Wir crawlen Webinhalte, Mitarbeiterdaten aus internen Datenbanken und aggregieren die suchgetrieben hier in einer Trefferliste zusammen, damit eben ich zum Beispiel nach der Spezialisierung des Anwalts suchen kann, wo er zu Hause ist, in welchen Themen er unterwegs ist, welche Sprachen er spricht. Suchgetriebene Aggregation von Daten. Ich gehe jetzt an der Stelle ganz kurz noch die weiteren Use Cases durch. Wenn Sie Interesse an Demos haben, kommen Sie bitte im Nachgang auf uns zu. Wir vereinbaren das individuell. Aufgrund der Zeit würde ich da jetzt gern kurz drüber gehen. Jetzt gehen wir tiefer in die Dokumentenanalyse rein. Hier bei Bizerba zum Beispiel. Abstrahieren Sie das bitte natürlich auf Ihre Anwendungsbereiche. Haben wir einen Servicebericht. Mitarbeiter wartet eine Waage und klickt quasi Abrechnungspositionen an. Gleichzeitig erstellt er aber auch eine Leistungsbeschreibung. Und wir analysieren jetzt diesen Freitext in dieser Leistungsbeschreibung und gleichen den mit den Abrechnungsdaten ab. Und oftmals sind Leistungen dort beschrieben, die er vergessen hat anzuklicken. Was bedeutet, Bizerba kann quasi mehr abrechnen, weil einfach geleistete Arbeiten nicht übersehen werden. Wir können mit dem Machine Learning beliebige Dokumentenbestände sortieren, in vorgegebene Ablagestrukturen einsortieren. Das können täglich 50, 100, 1000 oder auch Millionen von Dokumenten sein, die wir automatisch analysieren und Themenmetadaten erkennen. Die Thementaxonomien können Sie frei vorgeben und Sie können auch verschiedene mehrere Taxonomien hinterlegen, um mehrere Metadaten zu einem neuen Dokument oder zu einem E-Mail zu erzeugen. Und natürlich kann damit auch zum Beispiel eine eingehende E-Mail an den richtigen Sachbearbeiter oder in den richtigen Bereich geroutet werden. Unterschiedliche Content-Typen, wie zum Beispiel hier bei Wolters Klüber, in eine Rechtsgebiete-Taxonomie einsortieren. Daten von Wolters Klüber, Kommentare, Forenartikel werden mit einheitlichen Themenmetadaten versehen, um eben themenbasiert filtern zu können. Das ist intelligente Informationsvernetzung. Ich kann Daten, die ich intelligent suchbar mache, binde die Daten an, habe eine schöne Suchoberfläche, aber jetzt auch quasi mit KI-basierten aktiven Metadaten anreichern. KI erzeugt diese Metadaten und so baue ich auf meiner Informationslandschaft Metadatenlayer um Metadatenlayer, wie zum Beispiel personenbezogene Daten, Löschfristen. Handelt es sich, um welche Geheimhaltungsstufen handelt es sich? Oder zum Beispiel auch bei einem Kunden von uns, Rolls-Royce, welche Exportkontrollvorschriften gelten für dieses Dokument? Und das ist sehr, sehr flexibles Metadatenmanagement suchgetrieben. Diese Daten stehen nicht wieder in einem separaten System, sondern sind einfach in diesem Suchindex, in dieser zentralen Wissensdatenbank hinterlegt. Man kann semantische Modelle nutzen. Mitarbeiter arbeitet in einer Firma, Mitarbeiter arbeitet an Projekten, Projekten haben Themen. Diese Dinge kann ich ganz einfach instanziieren, um sie zum Beispiel in einem Knowledge Graph wieder dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch viele Polizeiszenarien, Rechercheszenarien neben der klassischen Suche. Hier zum Beispiel bei dem LKA Bayern. Wir analysieren Soko-Daten, haben Facebook-Profile analysiert, binden das über Suche zusammen. Ein Mitarbeiter erstellt jetzt einfach eine Liste von vielen, vielen Personennamen. Die werden automatisch verarbeitet und es werden quasi entsprechende Trefferlisten an einzelne Sachbearbeiter verteilt für eine schnelle Analyse. Oder Analyse von beschlagnahmten Daten auch für die Steuerfahndung, um zum Beispiel zu erkennen, bei welchen Inhalten könnte es um Rechnungen gehen, um Umsatzsteuerkartelle aufzudecken. Wir unterstützen dabei, Chats zu analysieren. Es geht wieder darum, sinnvoll zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Wir haben hier
Machine Translation, Termsubstitution implementiert, um eben aus zum Beispiel arabischen Texte Schlagworte zu erkennen. Der Rechercheur entscheidet dann, der Analyst entscheidet dann, okay, das gebe ich jetzt, das ist jetzt relevant, das gebe ich jetzt zu einem Humanübersetzer. Wir spielen für Fallbearbeitungssysteme eine leistungsfähige Informationsfräse. Wir analysieren Millionen von Daten und liefern hier die fallspezifischen Daten gefiltert in das Fallbearbeitungssystem zur weiteren Detailanalyse. Wir liefern ein sehr, sehr interessantes Projekt, das wir hier auch aufgebaut haben, eine zentrale Wissensdatenbank, wo Angriffsmuster auf bundesdeutsche IT-Infrastruktur hinterlegt werden. Das ist die zentrale Wissensdatenbank, die über verschiedene Sensoren gespeist wird, um jetzt quasi bei einem neuen Angriff schneller zu erkennen, woher kommt der Angriff, was haben wir hier für ein Angriffsmuster zum Beispiel auf die IT des Bundestags. Da liefern wir die zentrale Komponente, auch wieder mit den gleichen Produkten, mit denen Sie auch eine einfache Suche realisieren können. Tiefe Dokumentenanalyse. Wir haben ein Dokument, erkennen die Vertragsparteien, das Startdatum, die Kündigungsfristen, irgendwelche Beträge, aber natürlich auch um welche Beträge es sich handelt und wie schon erwähnt, auch ganze Klauseln, wie zum Beispiel eine Haftungsklausel. Genau das, was wir liefern, eingebettet in einen Workflow, in denen Dokumente analysiert werden. Daten kommen unstrukturiert rein, Sie definieren, welche Dinge Sie erkannt haben wollen und die geben wir an andere Systeme weiter. Zum Beispiel eben beliebige Fakten, Textpassagen und Klauseln im jeweiligen Arbeitskontext erkennen, analysieren und auch wieder weiterverarbeiten. Hier analysieren die eingehende Kommunikation von Kunden. Ich habe meine Rechnung gezahlt, wann liefern Sie die Ware? Ich werde meine Rechnung zahlen, wenn Sie mir die Überweisungsdaten übermitteln. Das können wir unterscheiden. Da kommen wieder die NLP- und Textklassifikationsverfahren zum Einsatz, um eben diese ganzen Bearbeitungsprozesse zu automatisieren. Der Benutzer lädt Dokumente in ein Portal hoch. Wir verwandeln das in lesbaren Text, mit OCR konvertieren das. Wir reichern und erkennen Metadaten im Dokument und geben dann dem Benutzer Feedback, ob das korrekt ist. Ganz einfach hier zum Beispiel in einem Portal bei der Bundesanstalt für Exportkontrolle. Es werden Anträge hochgeladen. Die KI analysiert, extrahiert die Datenpunkte, erkennt den Dokumententyp, prüft auf Korrektheit, Vollständigkeit, Plausibilität und was den großen Charme in diesem Use Case hat, wenn alles korrekt ist, wunderbar, Prozess erledigt. Aber der Einreicher bekommt sofort nach dem Hochladen der Dokumente ein Feedback, ob die Dokumente nicht vielleicht inkonsistent sind, falsch eingereicht, falscher Leistungszeitraum. Beim BAFA ist es das ELAN-K2-Portal, wo energiehungrige Unternehmen Förderanträge im Rahmen des Energieeinsparungsgesetzes einreichen können. Da gibt es bestimmte Fristen jedes Jahr. Wenn die gerissen werden, ist der Zuschuss weg. Es geht hier um sechsstellige Beträge. Ziel des BAFA war es, dem Benutzer schnell sofort das Feedback zu geben, du, da stimmt was nicht, lad es nochmal hoch. Genau, bis hin dann zu Analysen, was macht hier ein Anwalt in Deutschland oder nach deutschem Recht? Er prüft eine Haftungsklausel auf insgesamt sechs Regeln. Das kann quasi auch sinnvoll von einer Maschine erledigt werden. Und wieder geht es darum, den Sachbearbeiter nicht zu ersetzen, sondern von stupiden Prüfroutinen zu entlasten. Last but not least, pseudonymisieren, anonymen Schwärzen, auch ein nicht seltener Use Case. Wir haben Kunden aus dem öffentlichen Bereich, die geben Dokumente nach außen. Die müssen teilweise pseudonymisiert oder anonymisiert werden. Personennamen müssen geschwärzt werden. Auch wieder mit KI-Verfahren werden diese ganzen Dinge automatisch erkannt und wir legen dann tatsächlich einen nicht abkratzbaren schwarzen Layer über die entsprechende Textstelle oder pseudonymisieren, indem wir jetzt eine IP-Adresse natürlich schon noch als IP-Adresse sichtbar machen, aber eben hier entsprechend wie in dem Beispiel dargestellt modifizieren, um es unproblematisch nach außen geben zu können.
Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, ein bisschen was rauslassen müssen. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stehe im Nachgang natürlich für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Bitte kommen Sie auf uns zu. Wir vertiefen das jederzeit gerne. Wir haben versucht, Ihnen einen möglichst breiten Fächer an Use Cases und Szenarien zu liefern. Vielleicht hat an der einen oder anderen Stelle eine Synapse gezündet. Wir vertiefen das sehr gerne mit Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind stumm geschaltet, Herr Fieseler. Danke für den Hinweis, Herr Faria. Das passiert mir leider immer wieder mal. Ja, an Sie, Herr Faria, Herr Schöppe, Herr Kögel, vielen Dank für diese Einblicke. Mit Blick auf die Zeit möchte ich drei Fragen aus dem Chat aber trotzdem noch gerne aufgreifen, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte. Die erste Frage, Herr Faria, bei Ihrem Vortrag ist noch die Frage aufgetaucht, ob eine Integration von GPT-3 in die SW-Lösung geplant ist. Könnten Sie dazu noch kurz was sagen? Sprachmodelle generell sind Bestandteil des Produkts. Inwiefern, welche wir verwenden und für welchen Zweck, es ist sehr Use-Case-abhängig. Die Technologie des Deep Learning und des Transfer Learning ist Bestandteil des Systems. Okay. Die nächste Frage richtet sich dann noch an Herrn Kögel. Das war nämlich noch der Punkt. Jetzt muss ich noch mal gerade schauen. So, hier haben wir sie. Da ging es noch mal um den iFinder. Und ob denn auch bei der Suche in Dokumenten dann auch nach Schlagworten im Titel gesucht werden kann oder ob Sie auch ja, Treffervarianten des eigentlichen Textes noch mitnehmen. Das war das Beispiel, was Sie angesprochen hatten mit dem Komplettratsatz. Also ist das genau auf einzelne Worte bezogen oder geht das auch bei Titeln in Dokumenten? Das bezieht sich auf jeden, auf alle Arten von Content, die in einem Dokument stecken. Auf Titel, auf Metadaten, auf den Text an und für sich, auf den Body natürlich ganz umfassend. Mhm. Gut, und dann war noch eine Frage da, die hatte ich von meiner Seite auch nach hinten geschoben. Das war bei dem Document Analyzer die Frage nach dem Lizenzmodell. Wie sieht das aus? Wird also pro Seite oder pauschal für die Lösung inklusive aller vortrainierter Modelle gezahlt? Genau, die Modelle sind drin und wir skalieren einfach nur nach der Anzahl der zu analysierenden Dokumente, nicht nach der Seitenanzahl. Das ist ein wichtiger, für uns auch für einen Kunden ein sehr interessantes Merkmal, weil er muss nicht Seiten zählen. Das haben wir immer als hinderlich einfach wahrgenommen und gehen daher auf die Anzahl der Dokumente. Und das ist einfach in einzelnen Stufen paketiert. Also ein sehr einfaches, transparentes Preismodell. Gleiches gilt auch für die Suche. Okay, dann letzte Frage, die gerade noch reingeflattert ist. Bezieht sich Dokumente auch auf die Analyse von Karten? Ein Dokument kann die Bibel sein, ein Dokument kann eine Karte sein, ein Dokument kann auch vielleicht nur eine halbe Seite aus dem Redaktionssystem sein. Okay, gut. Dann haben wir alle Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beantwortet. Ich brauche keine mehr stellen, denn wir sind schon ein wenig über die Zeit, aber das macht nichts. Ich darf mich nochmal ganz recht herzlich bei Ihnen dreien hier bedanken für diese tollen Einblicke. Und ich darf mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken und auch für Ihre Beteiligung. Und damit wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Freitagnachmittag und ein noch schöneres Wochenende. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Vielen Dank, viele Grüße aus München. Danke Jörn und danke auch an unsere Partner von IntraFind für diese spannenden Informationen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sitzung und die Beteiligung im Chat. Am 13. Oktober geht es hier bei uns weiter mit dem Webinar zum Thema Jeder nutzt die Cloud. Seien Sie dabei, wenn wir DNS, DHCP und IP Address Management genauer unter die Lupe nehmen. Weitere Informationen dazu und alle anderen spannenden Termine und Themen finden Sie wie immer unter digitaler-start online.
Ich freue mich, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut.